Auf dem Genfer Autosalon feierte der neue kompakte 2+2-sitzige Toyota Sportwagen GT86 seine Europapremiere. Mit dem GT86 sollen all diejenigen Fahrer verführt werden, für die Autofahren in erster Linie Leidenschaft bedeutet. Dennoch soll der GT86 nicht wie ein Supersportwagen nur die berühmten Happy Few, sondern ein breites Publikum ansprechen. Der Druck auf den Startknopf erweckt den Antrieb zum Leben und schon steht eine beachtliche Leistung zur Verfügung. 1,28 Meter tief und mit imposant ausgestellten Rathäusern schmiegt sich der GT86 fest an den Asphalt. 7 Lackfarben stehen zur Verfügung, um die dynamischen Sportwagenproportionen perfekt zur Geltung zu bringen. Dass die Designer einen tollen Job gemacht haben, steht außer Frage. Das 4,24 Meter lange Coupé ist nicht nur äußerst schnittig, sondern auch perfekt proportioniert. Eine lange Schnauze, ein kurzer Passagierraum und ein flach abfallendes Heck – besser kann man einen Sportwagen nicht gestalten. Und der kommt nicht nur sportlich, sondern auch bestens bestückt daher. Die Serienausstattung umfasst unter anderem Xenon-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer und 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Der Innenraum ist sportlich und elegant zugleich. Das 3-Speichen-Sportlederlenkrad mit roten Ziernähten ist höhen- und längsverstellbar. Der zentral angeordnete Drehzahlmesser informiert mit seiner integrierten Digitalanzeige über die aktuelle Geschwindigkeit und den eingelegten Gang. In die gut profilierten Sportsitze passen auch längere Menschen erstaunlich gut. Der neu entwickelte 2 Liter D4S Boxermotor stellt 200 PS zur Verfügung. Das 1200 Kilo leichte Coupé sprintet in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 Stundenkilometern. Auf Wunsch kann statt des Handschalters eine gleichsam aggressiv gestaffelte 6-Gang-Automatik geordert werden, die über Pedal am Lenkrad bedient wird. Der Durchschnittsverbrauch beträgt 6,9 Liter. 159 Gramm CO2 werden pro Kilometer emittiert.